sind wir wieder bei Mario Kart 7, meine lieben Freunde. Ja, heute machen wir hier weiter im 100cc. Und, ja, wobei, doch, nehmen wir Bowser. Der passt schon. Und zwar gemeinsam mit der Schleifenkiste, mal einen ganz lustigen Kontrast. Machen wir das einfach mal so mit den Mini-Rädern. Und dann ist heute der Blumencup an der Reihe. Wo wir uns ja das letzte Mal eigentlich auch ganz gut angestellt haben. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wie wir mit dieser Kart-Kombination klarkommen. Ich habe im Übrigen nochmal nachgeschaut. Die übrigen Charaktere werden dann freigeschaltet, wenn wir 150cc die unterschiedlichen Cups auf Gold schaffen. Das bedeutet, wir müssen uns anstrengen, sonst kommen die Charaktere nicht. Aber ja, ich werde es auf jeden Fall möglich machen, dass ich euch diese auch noch zeigen kann. Bis dann werden wir hoffentlich noch viele, viele unterschiedliche Kartteile bekommen, die ich dann ebenfalls noch zeigen kann. Aber erst einmal, wow. Jetzt muss ich gerade mich um diese Grüne kümmern, die angeflogen kam. Aber ja, diese Strecke kennen wir ja schon. Habt ihr da oben die zwei Sterne gesehen? Natürlich signifikant für Abschnitt 2, der jetzt losgeht. Komm. Boah, schön, ich habe den Mario richtig nice getroffen, aber hab so gleich die Quittung bekommen. Schade. Ich konnte nicht ahnen, dass sie noch eine rote im Petto hat. Wurde mir auch, glaube ich, nicht angezeigt, sofern ich richtig geschaut habe. Hm. Naja. Komm. Aber ich mache mir trotzdem keine Sorgen, dass ich hier noch vorbeikomme. Ja, alles andere wäre auch sehr, sehr strange. Ich behalte die rote aber mal hinter. Dennoch, finde ich, merkt man schon, dass ich nicht der Allerschnellste mit dieser Kombination bin. Also sie fährt sich sehr merkwürdig. Ich habe das Gefühl, als wäre ich permanent an ein bestimmtes Tempo gebunden. Und könnte praktisch nicht schneller fahren. Mag merkwürdig erscheinen, aber irgendwie fühle ich mich tatsächlich so. Naja. Übrigens, noch eine Frage zu den roten Panzern. Fändet ihr es nicht auch besser? Das ist meine Frage. Wenn es bei den roten Panzern so wäre, dass wenn man sie nach hinten schießt, dass sie dann auch die Gegner anvisieren. So haben nämlich im Moment rote Panzer die Wirkung, die grüne Panzer haben, wenn man sie nach hinten schießt. Das muss ich aufpassen. Der Luigi hat nämlich eine rote. Nein! Warum geht jetzt der Scheiß... Nein. Fahr. Oh mein Goodness! Warum ist der Zug genau die Entwicklung, wo ich gebraucht hätte? Hä? Ist der dumm? Ah, ich mag diesen Tanogeo. Ich habe jetzt nicht echt Glück, dass der Luigi am Ende doch irgendwas draufgefahren ist. War mir himmlischer Beistand gewährt. Marius, bist du vorhin. Aber ja, im Moment ist es, hat einen roten Panzer, praktisch, wenn man ihn nach hinten wirft, den gleich noch den grünen Panzer, nämlich dass er einfach gerade nach hinten wegfliegt. Ohne die wieder anzuvisieren. Ich finde, das wäre schon eine mächtige Waffe für den ersten, wenn er dann den zweiten noch effektiv abballern könnte. Aber könnte natürlich auch zu overpowered machen. Was meint ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich durchaus interessieren. So, jetzt kann ich diese Abkürzung hier nehmen. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall mal eine interessante Idee. Auch wenn es natürlich, wie gesagt, den ersten zu mächtig machen könnte, aber komm. Wenn es den Stahlpanzer in Mario Kart 8 wirklich wieder gibt, dann muss man doch irgendwas machen, um den ersten auch einigermaßen zu schützen. Es muss ja einigermaßen fair bleiben, oder seht ihr das anders? Könnte natürlich auch dann die Chance niedriger machen, dass der kommt, wenn man erster ist. Ich will jetzt allerdings dafür sorgen, dass die PCs dann immer, wenn sie eine rote haben, und vor allem sind es nach hinten schmeißen, weil irgendwie haben die PCs weniger ein Interesse daran, erster zu werden, als vielmehr einen zu ownen, also den Einzelspieler. Verstehen durch das nicht ganz. Und warum hat meine Banane das nicht getroffen, bitte? Also ich habe meine Banane genau in dem Moment nach hinten gelegt. Gut, ich hätte es vielleicht hinten behalten sollen. Trotzdem hätte ich eigentlich gedacht, dass, ja, dass es dann diese rote auch abwehrt. Aber ich habe mir nicht so, hier hatte Yoshi ja einen roten Panzer. Deswegen werde ich hier mit meinem, Panzerdings warten. Okay, er hat den irgendwie. Also ist er denn losgeworden? Wo kommt der jetzt her, hä? Ach so. Ah, okay, jetzt blick ich's. Der hat den rausgeholt und hat darauf gewartet,
dass ich meinen grünen Panzer nicht mehr habe. Allerdings frage ich mich, woher weiß er das, ja? Er kann nur auf der Karte sehen. Und es sieht, im Moment wird die beste Banane bei mir auf der Karte nicht angezeigt. Das heißt, er kann gar nicht wissen, weil ich diesen grünen Panzer abgeworfen habe. Vor allem nicht in der Distanz, in der es zu mir ist. Er kann ihn ja nicht sehen. Das bedeutet, der Computer hat gecheatet, und weiß aber ganz genau, weil ich kein Item habe und weiß genau, wann er mich dann ownen kann. Wie nett. So, ich behalte diesen Tanuki jetzt. So, jetzt müsste die Rote gleich kommen, oder? Ne, der hat ihn jetzt wieder draußen. Jetzt will er mich wieder verarschen, aber diesmal falle ich nicht drauf rein. Und sonst, sobald er kommt, aktiviere ich den Tanuki. Und dann sagst du, be you, Yoshi. Weil er wartet eh wieder, bis der Tanuki draußen ist und dann auch, So. Ich glaube, ich habe ihn zerstört. Entweder durch den Tanuki oder dadurch, dass ich überhaupt weggeflogen bin. Beides ist möglich. Und jetzt kommen wir ganz gechillt zum Ziel. Aber die neuen Strecken sind schon länger, da kommt mir das nur so vor. Also ich habe das Gefühl, das sind teilweise die längsten Strecken, die es so bisher in Mario Kart überhaupt gab. Habt ihr auch den Eindruck? Also ich habe es jetzt natürlich nicht zeitlich nachgemessen. Aber wenn ich vergleiche, wie lange die Retro-Cups dauern und wie lange hier diese Cups dauern, finde ich schon, dass man merkt, dass die hier deutlich länger gehen. Ich meine, das sind jetzt schon drei, das sind jetzt erst zwei Rennen. Kommt schon viel kürzer vor, als wenn ich die Retro-Cups fahre, aber gut. Instrumentalpiste. Die Strecke, die jetzt nicht mein bester Freund ist, wie wir bereits aus vorhergehenden Parts wissen und ich glaube auch aus Online-Parts. Ich weiß nicht, ob das schon die Instrumentalpiste dran war, aber das ist in jedem Fall nicht mein Freund. Der Mario hat da mal kräftig daneben geschielt. So. Ja, das kommt davon, wenn ihr mich so hart auf die Pelle fahrt, dann kriegt ihr hier diese Banane ab. Und das ist gut so. Nervensägen. So. Banane. Da ziehe ich mal genau dahin. Ich frage mich, ob sich irgendjemand davon erwischen lässt. Ich habe halt gesehen, dass der Mario gerade nichts Großes hat. So. Bam! Rüber. Und dann, ja, der Tanuki, was will ich mit dem, Mann? Wenigstens hat der Stunt hier mal gut geklappt. Und ja, jetzt muss ich ja ein bisschen mit dem Tanuki chillen. Der Mario hat zum Glück nichts. Und jetzt kriege ich auch ein hoffentlich besseres Item. Wow. Was willst du mit diesem grünen Panzer, hä? Ah, drei Bahn. Lange konnte ich mich ja nicht darüber freuen. Aber eine Sache muss ich dieser Kart-Kombination sagen. Erstens habe ich halt alle Beschleunigungsstreifen verpasst. Yay. Aber nee, was ich eigentlich sagen wollte. Zu diesem Kart. Und zu diesen Reibenkombinationen. Ein Vorteil hat es, nämlich dass Bowser nicht mehr als Schwerkarakter nicht mehr so lange braucht, bis er wieder sein Höchsttempo hat. Das geht echt viel schneller. In der anderen Kombination, wo ich ihn gefahren bin, war der ewig lang richtig langsam. Aber hier kann man schon fast gut damit leben. Ich wollte gerade sagen, ich stelle mich auch ganz gut auf der Instrumentalpiste an. Da habe ich schon gesehen, ich kann da nicht mehr ausreichen. Wow, Stachy, hi. Ich habe dich schon so vermisst. Und natürlich ein Yoshi, der jetzt an mir vorbeizieht. Den habe ich auch ganz, ganz, ganz tolle vermisst. Not. Ja, ich meine, er hat in diesem Part gefehlt. Zwei Strecken ohne den Stachy? Was war da los? Es war doch klar, dass der jetzt eigentlich wiederkommen müsste, weil alles andere wäre lächerlich gewesen. Eine Stachy ist nicht würdig. Komm mal, der Blooper ist mir auch wurscht. Also, hier ist es jetzt noch nicht so das große Problem. Schwieriger würde es dann werden, hinter bei diesen schwarzen Noten. Ich glaube, da wäre es relativ hässlich. Ich sage, sehr gut, der Mario hat nur Bananen bekommen. Findet ihr es eigentlich gut? Das ist auch noch eine Frage. Ja, wobei, die stelle ich beim nächsten Mal. Diesmal habt ihr jetzt erstmal genug zu beantworten. Und ich dachte eigentlich, dann würde ich es locker vorbeischaffen. Aber nein. Verpiss dich, Yoshi. Verpiss dich einfach nur. Hallo! Und ich wollte ihn nach hinten schießen. Ups. Naja, egal. Okay, der Yoshi wurde, nachdem er das passiert hatte, noch getroffen. Ja, der war, ist mir ziemlich auf die Pelle gerückt dieses Mal, aber wir haben es trotzdem über die Bühne gefahren. Und damit fehlt nur noch die eine Strecke. Ich habe aber, muss aber wirklich sagen, im 150 CCM habe ich Angst vor dem hier, weil sowohl in der Instrumentalpiste als auch in Gebirgsfahrt bin ich nicht so gut.
Also eigentlich halt Blumen gehabt, obwohl ich da nicht am längsten gehangen bin, möchte ich nochmal klar feststellen. Hat trotzdem die meisten Strecken, wo ich mich nicht so wohlfühle. Gut, der Sternencup kann man vielleicht auch noch sagen, aber... Au, ja, das ist so eine andere Sache, so. Legen wir mal eine zurück, das kommt, wie gesagt, davon, wenn man so sehr auf die Pelle rückt. Das solltet ihr mittlerweile verstanden haben. Und da ist der Donkey Kong. Ah, schade. Wurde nicht getroffen. Aber jemand anderes. Okay. So, den Beschleunigungsstreifen dort nehme ich mal noch nicht, sondern... Hä? Oh, hier sieht jetzt eine Banane verloren. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Nö. Aber irgendjemand hat sie getroffen. Weil, das habe ich noch gar nicht erklärt. Genau, das erkenne ich übrigens immer daran. Wenn sich einer freut... Bedeutet das, dass jemand von entweder einer Banane oder einem grünen Panzer oder sonst was von ihm getroffen wurde. So, und... Was? Nein, den Pilz soll ich jetzt gar nicht aktivieren. Boah, scheiße, hab ich schon als erster einen Pilz. Und dann verschieße ich den komplett. Aber ich glaube, ich habe den Mario wenigstens getroffen. Ja. Und diese Swoopers sind so hässlich. Vor allem bei 150 CCM sind die dermaßen penetrant. Die treffen mich da eigentlich fast immer. Also, ja. So. Nehmen wir hier den Boost mit. Wobei ich gar nicht weiß, ob der so viel bringt, wenn ich ehrlich bin. Na gut, wir kommen immer ein bisschen hinten. So, soll der Banane hinlegen. Das war dann jetzt nicht geplant. Ich habe gerade ein wenig Koordinationsprobleme, was meine Items angeht, aber zum Glück noch nicht dramatisch bestraft. So, Vorsicht. Wow! Okay, der Queen hätte mich fast von der Seite getroffen. Da hätte mir auch meine Banane nichts genützt. Aber so kann ich jetzt schön und glücklich ins... Ach so, es ist doch eine Runde. Ups. Ich dachte irgendwie, ja, jetzt wäre es Ende. Nee, es geht noch eine Runde. Scheiße. Ich weiß nicht, warum ich gerade dachte, es ist zu Ende. Kann ich auch nicht erklären. Egal. Weiter geht's. Ach so, der Stachy. Ja, dann. Hi. Immerhin, er scheint auch zu chillen. Ich habe jetzt mit der Absicht keinen Boost genommen, weil ich möchte nicht, dass der zu sehr in der Luft ist. Ach so, jetzt kommt noch eine rote. Ja, klar. Ja, betrügt halt noch mehr. Gut, wenigstens wurde die rote so neutralisiert. Das ist immerhin gut. Und jetzt müsste ich das eigentlich auch ohne größere Probleme noch ins Ziel fahren können. Und was hat denn da getroffen? Was habe ich denn abgelegt? Na gut, vielleicht die Banane, die ich noch hatte, bevor der Stachel mich getroffen hat. Egal, jetzt ist Vinito. Yeah! Oh, der sieht so geil aus, wenn er mit Tinte voll gespritzt ist. Ja, das ist wunderbar. Und wir erhalten hoffentlich die 3 Sterne. Eigentlich gibt es nichts, was dagegen sprechen würde, wenn man mal ganz nüchtern an die Sache herangeht. Hallo? Jawohl. Und dann haben wir irgendwas freigeschaltet. 409 mit seinem neues Kartteil. Das schauen wir uns natürlich im nächsten Part sofort an. Wenn euch gefallen hat, Leute, dann gebt einen Daumen hoch. Wenn nicht, einen Daumen runter. Bis zum nächsten Mal.